Leute, wir sind zurück bei Persona 5 Royal. Im letzten Part sind wir auf die PC-Version umgestiegen, haben den Dungeon so weit gemacht, wie wir es können. Und jetzt sind wir hier stehen geblieben und müssen wieder in die reale Welt zurück. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Wir haben gar keine Wahl. Und los geht's. Wir sollten uns erstmal in der echten Welt neu formieren. Zur echten Welt zurückkehren. Ihr kehrt jetzt von Nijimas Palast in die echte Welt zurück. Vielen Dank für eure harte Arbeit. Ja, nice. Let's go. Wir haben so oder so keine Wahl, also was soll's. Ich fühle, dass wir dicht an dem Schatz dran sind. Kein Zweifel, wir sind nahe am Ende. Wir haben offensichtlich ein gutes Verständnis von diesem Ort. Ich nehme an, dass das leicht für euch ist. Sagt mir bitte Bescheid, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Ich freue mich schon auf den Anruf. Okay. Du bist zurück. Wie soll ich das sagen? Zum Glück bist du wieder da. Anscheinend ist Sae-san morgen Teil eines Prozesses. Es wundert mich, dass sie in so einer Situation Zeit für einen Prozess hat. Sie hat doch sicher auch mit den Ermittlungen gegen die Phantomdiebe zu tun. Sie ist ja immerhin Staatsanwältin. Das muss hart sein. Sie ist vielleicht unsere Gegnerin, aber in dem Punkt tut sie mir schon leid. Unsere Gegnerin? Oh, entschuldige, so habe ich das nicht gemeint. Schon okay, du hast ja nur die Wahrheit gesagt. Jedenfalls müssen wir morgen handeln, richtig? Danke, dass du uns Bescheid gesagt hast. Gern geschehen. Jedenfalls sollten wir uns morgen nach der Schule vor Ort treffen. Gut. Ja, ich möchte auf jeden Fall eine Massage. Oh, du forderst wirklich eine Massage an? Gut, ich habe von Victoria übrigens einiges gelernt. Ich habe es richtig drauf. Okay, ich bin gleich da. Warte einfach auf mich. Du bist so verkrampft. Überall Knoten. Mein Körper fühlt sich leichter an. Ich kann mich viel besser bewegen. Oh, sieht aus, als hätte das ziemlich gut gewirkt. Na schön, ich gehe nach Hause. Überarbeite dich nicht. Okay? Ja, ja. Alles chillig. So, was können wir machen? Will irgendjemand überhaupt was mit uns machen? Gamer King nicht. Die Fumi haben wir, glaube ich, voll. Niemand will was mit uns machen. Gut, dann gehen wir, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen Freizeit haben, gehen wir mal kurz nach Akihabara. Haben wir den schon? Ja, ich hab den schon. Scheiße. Dann gibt's gerade keinen anderen. Ja. Kijijoji? Ich glaube, wir müssen mit Akechi noch den Baton Pass leveln, oder? Und da heute Sonntag ist, kriegen wir hier, glaube ich, noch einen. Hallo, hier ist dein üppiges Katsu. Ist auch das letzte. Danke, vorsichtig, es ist heiß. Ja, gerne. So, dann, ich glaube, wir müssen Akechi nämlich noch machen. Willkommen. Willst du Dart oder Billard spielen? Für 800 Yen kannst du so viel spielen, wie du willst. Spielen wir Darts. Was willst du machen? Willst du mit jemandem spielen? Rufen wir jemanden an. Ja, wir müssen mit Akechi so oder so machen. Gut. Danke, das macht 800 Yen. Viel Spaß wünsche ich. Okay, nice. Dann brauchen wir einmal die Darts-Dinger. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich die habe. Darts-Minigame hier. Dann lasst uns doch mal gucken. Da. Oh! Akechi hat gar keinen. Nice. Finde ich gut. Ach ja, du hast ein eigenes Dartset dabei, oder? Willst du das verwenden? Verwenden. Du hast schließlich Geld dafür ausgegeben. Viel Glück. Gut, dann fangen wir mit unserem Spiel an.
Okay, wollen wir... Von mir aus können wir loslegen. Okay, spielen wir 701. Du hast doch kein Problem damit, oder? Du darfst zuerst. 701 ist schwer. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie ich mich mache. Das hat gepasst. Das hat gepasst. Oh, das ist so viel leichter, sorry, auf dem PC, ne? Weil er nicht mit dem Controller schütteln muss, um das Spiel zu spielen. Easy. High Tone, 3 in a bed. Sehr geil. Ich bin als nächstes. Mal gucken, was Akechi werfen wird. Er wirft natürlich dreimal Bull, ne? Ja. Hattrick. Jetzt bist du an der Reihe. Es wird interessant. Gambatte. Perfekt. Und auch sehr gut. Und nice. Selbst wenn Akechi jetzt... das ist meine letzte Runde. Selbst wenn er jetzt... er hätte vorher auf die 180 gehen müssen, dann hätte er finishen können. Das heißt, mit Akechi seid ihr leider gezwungen, zweimal Darts zu spielen. Ich hab gar keine Wahl, weil er wirft immer nur Bull. Nun, jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Das ist leider sehr traurig, aber wir haben ja leider keine Wahl. Okay. Und perfekt. Finish. Darts Virtuose. Und 0 Punkte. Finish. Darts als Duo zu spielen ist gar nicht übel. Ja, leider ist er nur Rang 2, wie gesagt. Danach komme ich. Ich zeige euch, was diese Pfoten drauf haben. Ja, wir spielen noch mit Morgana. Mal sehen, wie sollen wir spielen? Ach, ich lasse dich entscheiden. Lass uns 301 spielen. Okay, dann spielen wir 301. Bist du bereit? Geben wir alles. Okay. 301 ist, wie gesagt, sollte kein Problem werden. Yes! Tja, Morgana könnte jetzt den letzten Wurf machen, wenn er möchte. Jetzt bin ich wohl dran. Ja, verfallt mir jetzt nur nicht. Ja, super. Zackt, Alter. Okay, Runde 3. Jetzt müssen wir die Punkte genau im Blick behalten. Hey, keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Das ist meine letzte Runde. Ha, es wird interessant. Wir können es beenden. Okay, los geht's.
zähle auf dich. Mann, du kannst echt mit Worten umgehen. Ich glaube, jetzt schaffe ich es. Sehr gut. Eine perfekte Null. Wenn wir ein Team sind, schlägt uns niemand. Ich konnte deine Motivation spüren, deswegen habe ich mich mehr ans Zeug gelegt als sonst. Boah, das war echt eine Hammerleistung. Tja, gebracht hat es uns nur leider gar nichts, außer dass wir Akechi jetzt auf Rang 2 haben. Die Präzision, die man braucht, ist anstrengend, oder? Aber man merkt, dass du daran gewachsen bist. Danke. Nun, das hat schon Spaß gemacht. Wir können trainieren und gleichzeitig Spaß haben. Wirklich ein praktischer Ort. Also dann, bis bald. Ja, nice, Alter. Oh, war das... Oh, das war so fucking useless. Das glaubt ihr nicht, wie useless das war. Alle mal herhören. Ruhe bitte. Heute halte ich keinen normalen Unterricht, sondern wir gehen das Material von letzter Woche durch. Ihr solltet also gut aufpassen. Aber glaubt nicht, dass ihr faulenzen könnt, okay? Das wird nicht geduldet. Kein faulenzen. Kawakami hat uns freundlicherweise etwas Freizeit gegeben, also sollten wir sie gut nutzen. Okay, wie sieht der Plan aus? Eigenständig lernen. Oh, wirklich? Naja, das ist im Endeffekt deine Entscheidung. Oh, du wirst ein bisschen klüger, jetzt wo du die Schule so ernst nimmst. Es ist irrelevant, was wir machen. Wir haben alles voll. Ich bin überrascht, dass du dich entschieden hast zu lernen. Wir hätten freie Wahl gehabt. Tja, was sollen wir sonst machen? Wir sollten eigentlich ins Gerichtsgebäude gehen, oder? Na los! よく新島さん、こんな厳粛な雰囲気をカジノだなんて思えるよね。あのできるんなオーラ満載なのがまことのお姉ちゃん。うん。スカ、この裁判って何やんの？ある議員の政務活動費の使い込み。 Die sind allesamt korrupt.新島さんって私たちの捜査で忙しいんでしょ？こんな裁判なんてやってる暇あるの？捜査式拝命前からの裁判らしい。普通なら他の検事に引き継いでもらうけど。さえさん、完璧主義なとこあるからね。てか、どうやって新島さんに気づいてもらうの？ 連絡とかした？メッセージ読んでくれてないみたい。作戦はあるのか？別に。そのうち気づいてくれるでしょう。あれは学生が多いと思ったら。 明智君に誠。そういえば来るってメッセージが届いていたような。まあ今はどうでもいいことね。ほらね、そろそろ始まる頃だね。 よし、新島に我が輩らが裁判所の立ち入りを許されたことが伝わったな。
これでハイレートなんちゃらに入れるはずだ。裁判が終わったらパレスに直行するぞ。 出てくんなっつの。 Okay, da sind wir wieder. Das ging schneller als gedacht. Das hätte ich auch noch in den letzten Part reindrücken können. Naja, hätte ich nicht. Ihr seht ja, 14 Minuten sind jetzt schon wieder im Part vergangen, Alter. So, jetzt können wir aber bei der Hohes Limit-Etage mitspielen. Würfelspiel. Nein, Quatsch, was mache ich da? So, ich bin Vollidiot. Mitgliederebene. Dann einmal raus. Und zum Aufzug. Bitte die Etage auswählen. Zur Hohes Limit-Etage. Super. Die Tür, die uns vorher den Weg versperrt hat, ist jetzt weg. So sieht also kognitive Kontrolle aus. Du kriegst noch einen Herzinfarkt, wenn du jedes Mal so überrascht bist. Haha, aber ganz im Ernst, das ist in der Tat echt unglaublich. Da vorne ist ein Tresen, sollen wir dorthin gehen? Es schadet wohl nicht, sich das mal anzusehen. Ja, bevor wir das aber machen, gucken wir uns erstmal um. Weil hier gibt es bestimmt wieder einige Münzen. So, und ich weiß, dass wir von hier aus jetzt da oben, glaube ich, zum letzten Willenssamen kommen. Und hier haben wir einen Safe Room. Den nehmen wir natürlich mit. So, dann Abmarsch. So, haben wir sonst noch irgendwelche Geschenke? Nein. So, dann mal los. Hoch da. Okay, perfekt. So, wenn ich mich nicht irre, müssen wir hier lang. Um zum letzten Willenssamen zu kommen. Ja, es geht los. Der Willenssamen von meiner Schwester ist gleich da vorn. Entschuldige, aber wir müssen hier durch. Warte mal, Queen. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir gleich eine ganze Menge Ärger kriegen. Wir sollten uns so gut es geht auf den kommenden Kampf vorbereiten. Nicht wahr, Joker? Auf jeden Fall. Oh nein, Gäste. Hier? Einen Moment. Bitte, Ladies und Gentlemen. Ich bitte um Verzeihung, aber in dem Bereich dürfen Gäste nicht. Geht bitte zurück. Oh, die Schwester der Managerin darf gerne hinein. Der Rest verschwindet jetzt. Ja, nice. Los geht's. Hat er irgendeine Schwäche? Ja, Atom. Trotzdem hoffen wir mal darauf, dass der Wunderschlag läuft. Nein, tut er nicht. Alter, ich habe vergessen, die Spiele auf schwer. Na, die machen gut Schaden. So, da Atom seine Schwäche ist, hier. Dann mal los. Und da kommt die All-Out-Attack. So, dann heilen wir uns aber mal, weil wie gesagt, der macht ganz schön Schaden. Der ballert gut rein, der Typ. Der möchte es wohl wissen, ne? So, und wir hauen einmal die Neo-Kadenz raus. Da kommt der Crit. Den habe ich erwartet. Sehr geil. So muss es sein. Und jetzt, Mona, hau ihn bitte einfach weg. Tja, easy going. Alle erreichen einfach ein Level, lol.
Megawalze. Mm. Heftiger körperlicher Schaden bei einem Gegner. Angriffssprung kommt weg. Bufudain. Schwerer Eisschaden bei einem Gegner. Sehr gut. Geschieht dir recht, du Bastard. Das wäre erledigt. Alles klar, Joker. Hol es dir und dann nicht sie weg. Damit haben wir alle Willenssamen zusammen. Sehr gut. Dann verbindet euch mal. Kristall des Neids. Cool. So, damit haben wir alle. Jetzt können wir den Palast abschließen. Also ganz normal. Jetzt, ich will aber nochmal da oben gleich rauf. Weil, ich glaube, ich meine da oben noch eine Truhe zu. Da oben noch eine Truhe zu haben. Aber wir gucken mal. Kann auch sein, dass ich mich irre. Und ich irre mich. Gut zu wissen. So, dann auf an den Tresen. Willkommen in der Hohes Limit-Etage, einem echten Glücksspielparadies. Erst einmal gibt es ein Willkommensgeschenk. Super, wir bekommen schon wieder Münzen. Aber nur 1000. Gib wenigstens jedem von uns so viele, Geizhals. Tut mir leid, aber das Geschenk kann nur einmal pro Karte gebucht werden. Außerdem, hier ist der Plan der Hohes Limit-Etage. Okay, was habt ihr für Preise? Wir wollen unsere Münzen gegen Mitgliederkarten tauschen. Wir haben Preise, aber sowas gehört leider nicht dazu. Was? Aber wie sollen wir dann zur Manager-Etage kommen? Dafür wird keine Karte benötigt. Geht bitte da hinüber. Das klingt verdächtig. Wir müssen uns das mal näher ansehen. Warum gehen wir nicht einfach mal rüber? Joker. Joker, das ist die Hohes Limit-Etage. Wir werden die Münzen sicher für alles benötigen. Schauen wir uns vor dem Tausch doch erst um. Ja, ja, okay, machen wir ja. Meine Güte, mecker doch nicht, Akechi. Du Lappen. Da ist erstmal schon mal eine Truhe, die nehmen wir mit. Wir haben ja zum Glück den Dauer-Dietrich, weil New Game Plus und so, ihr wisst Bescheid. Königlicher Dolch. Hey Joker, warum tauschst du deine jetzige Waffe nicht gegen die hier? Jups. Sehr geil, bessere Waffe. Okay. Hm, meine Waage. Oder ist das eine Brücke? Vielleicht ist es eine wagenförmige Brücke. Auf der anderen Seite ist noch ein Bereich. Vielleicht kommen wir von dort zur Manager-Etage. Es gibt keinen Zweifel. Wir müssen die Brücke absenken, um rüberzukommen. Und wie stellen wir das an? Hm, gute Frage. Schauen wir uns hier mal um. Authentifiziere Mitgliederkarte. Zur Aktivierung der Urteilsbrücke sind 100.000 Münzen erforderlich. Was? Wir brauchen 100.000 Münzen, nur um darüber zu gehen? Sie will wirklich um jeden Preis verhindern, dass wir weitermachen. Nicht so pessimistisch sein. Aber das ist ja so unglaublich viel. Es war ja schon schwer, überhaupt an die 50.000 zu kommen. Aber es hat trotzdem geklappt. Also schaffen wir es wieder und verdoppeln die Münzen sogar. Ich schätze mal, das ist die Hohes Limit-Etage. Es gibt sicher ein riskantes Spiel mit hoher Gewinnausschüttung, bei dem wir gewinnen müssen. Wir sollten uns zuerst einen Überblick über die Spiele auf der Etage hier verschaffen. Na dann. Machen wir das doch. Joker. Ja, ja, gut, machen wir. Gucken wir uns halt um. Also das heißt, wir müssen in die Räume per se erstmal rein, oder? Ja, dann mal los. Willkommen in der höllischen Kampfarena, wo die Glut des Lebens glüht. Oh, ihr seid es, ich habe schon von euch gehört. Hä, was willst du denn über uns gehört haben? Ah, so leicht reizbar, sehr gut, wäre ja auch sonst langweilig. Bevor wir weitermachen, muss ich euch fragen, ob ihr momentan 10.000 Münzen besitzt. Was? Nein. Das reicht nicht, wenn ihr euch das Startgeld nicht leisten könnt. Ist das nicht möglich? Hört mal zu, kommt zurück, wenn ihr genug Geld habt. Hm, bei diesem Spiel müssen wir wohl ein Startgeld bezahlen. Wir müssen uns an die Regeln halten. Wir müssen die Münzen irgendwo auftreiben.
Gut, hier kommen wir erstmal nicht lang, aber wir können ja so lange mal die Geschenke mitnehmen. Oh, nice! Wer hätte damit denn gerechnet? Ernsthaft, nun Regent, Alter? Oh. Traurig. Gut, dann können wir uns erstmal den Safe Room gönnen. So, da wir uns das Startgeld nicht leisten können, müssen wir leider wieder verschwinden. Das heißt, wir müssen in das andere Spiel rein. Los geht's. Sind das die Regeln? Hm, das House of Darkness. Was steht denn hier? Bei diesem Spiel müsst ihr den Weg aus einem stockdunklen Labyrinth finden. Ihr könnt jederzeit aufhören und neu beginnen. Das Spiel endet, wenn ihr das Ziel erreicht. Was? Das erklärt gar nichts, außer dass es ein Labyrinth und stockdunkel ist. Wir müssen wohl einfach reingehen und es selbst herausfinden. Hier sind also doch die Regeln. Ich bin ein Idiot. Oh, das sind die Regeln für die Kampfarena. Hm, ich sollte sie mal lesen. Hier finden faire Zweikämpfe statt, bei denen du dich nur auf deine Skills verlassen kannst. Na also, schwarz auf weiß. So wie ihr Herausforderer trifft ein, bei Super Bash Bros, wo man gegen jeden kämpft, der auftaucht. Hm, ein Prozess ist wohl ein bisschen wie ein Kampf, ist mal was anderes. Hm, ich bin wirklich gespannt, was uns da drin erwartet. Seid ihr bereit? Ja, wir waren ja schon da drinne, aber wir müssen dann erstmal hier lang. Willkommen im House of Darkness, unserem mysteriösen und dunklen Labyrinth. Du bist besser nicht auf Streit aus. Auf sowas haben wir keine Lust. Hä, dafür gibt es keinen Grund. Ihr seid schließlich wertvolle Teilnehmer. Teilnehmer? Oh ja, die Host Limit Etage unterscheidet sich von den anderen. Denn hier treten bei den Spielen Stellvertreter für unsere VIPs an. Stellt euch das wie die Pferde beim Pferderennen vor, aber ihr habt keine Stellvertreter. Nein, das ist doch offensichtlich. Das stimmt. Dann müsst ihr wohl selber das Spiel bewältigen. Also sind wir unsere eigenen Stellvertreter? Hört sich doch super an. Auf jeden Fall besser, als zuschauen zu müssen. Super, dann erkläre ich euch die Regeln. Vor euch liegt ein einfaches Labyrinth. Aber seid vorsichtig, denn das Licht wurde stark gedimmt. Als Eintritt bezahlt ihr 1000 Münzen. Aber wenn ihr das Ziel erreicht, dann verzehnfacht sich das. Wir bekommen 10.000 Münzen, wenn wir ein Labyrinth beenden? Es heißt nicht ohne Grund hohes Limit-Etage. Das wird sicher schwieriger, als es sich anhört. Legen wir los. Eins noch, ihr könnt jederzeit im Labyrinth zurückgehen oder den Raum verlassen, wenn ihr wollt. Na dann, viel Spaß. Okay, da mal rein. So, erstmal den Schutzraum mitnehmen und wieder rausgehen. Hier ist es lustig. Hier steht jetzt Konter. Ihr seid schon für das Labyrinth registriert. Da sollte eigentlich Reden stehen, aber egal. Vielleicht wird die deutsche Übersetzung noch angepasst durch Fans oder sowas. Da schauen wir mal. Dann gehen wir rein ins House of Darkness. Verdammt, es ist scheißdunkel hier. Das ist definitiv nicht ein wenig. Wir wurden reingelegt. Ich spüre auch Schatten, von wegen, ganz einfach. Wenn wir den Grundriss und die Standorte der Feinde nicht ermitteln, sind wir in Gefahr. Ich hoffe bloß, dass es eine geeignete Möglichkeit dazu gibt. Ja, die gibt es. Wir können besser sehen, wenn wir das dritte Auge benutzen. Dann mal los. Erster Kampf, erster richtiger Kampf im Part. Oh, nur Licht und Blitz. Und er wird leider... Oh, ja. Das heißt, wir müssen so reingehen. Und das war's. Easy. So einfach ist das. Mhm.
Oh, Psyodyne, sehr geil. Schwerer Psychoschaden bei einem Gegner. Yoshi. So, das heißt, wir werden hier auch nicht rennen können. Wir müssen langsam vorwärts. Oh, Kacke, Alter. Tja, tut mir leid, Überraschung, Bruder. Du wirst leider ein bisschen schwieriger. Das habe ich schon an der Farbe gesehen. Oh, das ist wieder diese scheiß Uhr, ne? Oh, das wird richtig geil. Ich bin zum Glück im Flow. Weil diese scheiß Uhr hat leider keine Schwäche. Aber wir kriegen den Crit. Sehr geil. Warum kann der Crit nicht immer da sein? Das wäre so richtig hart angenehm. Crit los! Nein! Akechi, du Lappen! Uff. Einfach nur Ufu, Alter. Wie wir den halt richtig wegrasiert haben. Gut, hier haben wir das, aber sonst nichts. Die Leute stecken fest. Tür ist zu. Das darf nicht wahr sein. Sie geht nicht auf. Ausgeschlossen. Wir haben bis hierhin den einzigen verfügbaren Pfad gewählt. Die Teilnehmer werden also in die Falle gelockt, um den Schatten zum Opfer zu fallen. Wie es scheint, haben sie nicht vor, uns weiter vorankommen zu lassen. Verdammt, das ist Betrug. Es ist sogar noch viel schlimmer als Betrug. Egal, suchen wir einen Weg daran vorbei. Wir kriegen keine Münzen, wenn wir das Ziel nicht erreichen. Ich habe ihn schon gefunden. Hey, von hier kommt ein Luftzug. Meint ihr, das führt noch woanders hin? Hm, wie passend. Wenn sie uns nicht durchlassen, können wir uns trotzdem durchkämpfen. Haha, bei Sai-sans Schwester überrascht mich das nicht. Ich mache hier bei jedem Plan mit. Die Entscheidung liegt bei dir, Joker. Wir gehen auf jeden Fall. Wir haben gar keine andere Wahl. So, wo führt uns das hin? Zu einer Truhe. Hm. Ah, das ist nachher der richtige Weg, glaube ich. Genau, hier müssen wir nachher nochmal hin. So, jetzt erstmal wieder zurück, damit wir den Weg hier freischalten können gleich. So, das nehmen wir mal mit. Nein! Oh Gott! Glück gehabt. What the fuck, Alter. Das war Pech. Oh nein. Das habe ich komplett vergessen, ne? Licht. So, wechseln wir zu Joker rüber. Und dann nochmal. Easy. Und wir sollten alle getötet kriegen. Nice. Okay. Das war fucking knapp. Okay, wir hätten hier auch einfach lang gehen können. Da hinten ist nur die Truhe. Hier ist aber auf jeden Fall noch eine Truhe. So, aber hier sind auch noch mehr Gegner. Die nehmen wir mal mit. Oh, nice.
Das war leider nichts. Das tut halt auch weh. Ja, das war's. Tschüss. Gut, aber das war's noch nicht. Es muss hier noch mehr Wege geben. Aha. Das war die eine Truhe, die wir eben gerade gehört haben. Ich meine aber, irgendwas vergessen wir. Es muss doch einen Weg zu dieser Tür hier geben. So, nächster Gegner. Schon wieder? Sehr gut. Ach so, ja, die blocken, ne? Ja. Ich werde mich mit Sicherheit jetzt nicht mit denen abmühen, Alter. Maragidein. Bei allen, schwerer Feuerschaden bei allen Gegnern. Diarahan. Stellt die TP nur eines Verbündeten wieder her. Nee, wenn sie nachher das andere lernt, dann ist das besser. Na, ah, der ist da hinter der Tür. Okay. Oh nein. Das war knapp. Leider hat er, wie gesagt, keine Schwäche. Das heißt, oh ja. Ha! Joker krittet natürlich, Alter, lol, und wir töten ihn aber trotzdem. Oh Mann, das ist doof. Das sagt. So, hier gibt's ja noch einen Weg. Überraschung! Oh, nicht schon wieder, Alter. Tja. Ja, so sind wir einfach wesentlich schneller. Das ist der Ausgang. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. So, da ist noch ein Gegner und dann haben wir alle Gegner hier. Ich bin im Flow, Alter. Im Flow bin ich. Hier. Wir machen dann einfach das gleiche Spiel.
Und Noah hat sogar noch ein Level erreicht. Sehr nice. So kann man machen. Why not? So, und jetzt können wir auch diese Tür hier öffnen. So. Damit haben wir wieder faire Bedingungen geschaffen. So, aber die Frage ist, wo führt uns dieses Ding hier hin? Ach so, oh toll, das wäre nur eine Abkürzung gewesen, lel. Ja, nice. Trotzdem, jetzt müssen wir nochmal hier lang. Weil es gab noch einen Weg, den wir nicht gegangen sind. Ha! Wusste es. Und jetzt müssten wir überall lang gewesen sein. So, das heißt, wir müssten theoretisch einfach durch diese Tür gehen können. Abgeschlossen, war ja klar. Dann müssen wir hier lang. Und wir müssen durch diese Tür hier gehen können. Oh, wir haben es hindurch geschafft. Aber war es da schon? Fühlt sich an, als käme da noch was. Noch sind wir nicht durch, soweit ich das weiß. Verschlossen. Dauer, Dietrich, bereit. Erledigen wir das. Mal gucken, was es gibt. Glücksspielhemd. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Das ist besser als meins. Wir haben gerade im Team... Geben wir Haru... Nee, Haru kann nur eine schöne Hexenrobe. Makoto auch. Die anderen tragen alle schon die alte Gili-Weste. Okay, egal. Dann weg hier. So, machen wir hier die Tür auf. Sehr schön. So, und dann gehen wir mal in den nächsten Raum, würde ich sagen. Los geht's. Perfekt. Hier haben wir sogar noch einen Safe Room. Gut, aber... Den haben wir jetzt nur freigeschaltet. Wir haben noch 2 Minuten im Part und wir werden dafür den Boss hier noch machen. Keine Sorge. Soul Food. Dann mal los. Unfassbar, wie habt ihr es so weit geschafft? Ihr seid wie Ungeziefer. Wenn man denkt, man hat euch besiegt, taucht ihr plötzlich wieder auf. Was war das, du Bastard? Ich hoffe, ihr seid bereit. Eure kleine Falle hat uns gar nicht gefallen. Er hat recht. Du wolltest verhindern, dass wir aus dem Labyrinth rauskommen. Ah, das stimmt. So soll es sein. Ihr seid keine würdigen Gewinner. Na los, gebt einfach auf und verliert für mich. Das ist auch für mich nicht einfach. Wir geben nicht auf. Oh, wenn das so ist, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist ja toll, Alter. Hast du eine Schwäche, Brudi? Nein, leider nicht. Das heißt, wir gehen ja auch wieder nur mit physischen... Nice, da kommt der Crit, Alter. Oh, Kacke. Süß. Wie gesagt, da er keine Schwäche hat, brauchen wir das gar nicht versuchen. Oh, Schwäche ist Blitzner. Das ist hart. Dann nehmen wir Kaguya Picaro und heilen einmal mit Midiarama durch. Noch ein Crit? Aha. Genau deswegen habe ich nämlich nicht gewechselt.
Crit. Rudi, du kannst uns nicht töten, egal was du machst. Oh, yes. Das wird wehtun. Oh, er will sich konzentrieren. Oh, der nächste Angriff könnte brutal ekelhaft werden. Ich muss auf jeden Fall jetzt meine Persona wechseln. Zu ihm hier. Komm, jetzt gib mir den Crit. Genau deswegen. Der Schaden ist nämlich unmenschlich gewesen. So, jetzt müssen wir einmal healen. So, was gibt's jetzt? Danke, die Gruppenverteidigung wurde gestärkt. Und das war's. Ach komm, Joker! Oh, du Lappen, Alter! Er will nochmal so einen heftigen Angriff machen. Bitte triff Akechi, dann tötest du ihn. Dankeschön. Oh, das war ja furchtbar, Alter. Das muss er schon von Anfang an geplant haben. Naja, ist eigentlich auch kein Wunder, dass es auch hier nicht mit rechten Mitteln zugeht. Und trotzdem haben wir unser Ziel erreicht. Los, wir haben noch etwas zu erledigen. Wenn wir mehr Münzen haben wollen, müssen wir zu einem anderen Spiel gehen. Joker, sollen wir nochmal zurück zum Aufzug? Und noch etwas weiter erkunden. Ich würde mich nämlich hier gerne nochmal umschauen. Gut, dann kehren wir zurück. Oder, ja doch, wir kehren einmal zur Hohes Limit Etage zurück. Oder eher, wir gehen direkt zur Kampfarena. So, Leute. Dann würde ich den Part aber an dieser Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir die Kampfarena machen und hoffentlich kriegen wir dann das, was wir brauchen, um in die Manager-Etage zu kommen. Wird spannend werden. Und geil, hoffentlich. Ja, wir haben das House of Darkness geschafft. Die Hohes Limit Etage ist damit fast beendet. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Persona-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!